Ach, du grüne Nonne. Okay. Ich glaube, da komme ich raus. Ja, ich weiß, aber trotzdem läuft hier gerade ein Runner durch die Gegend. Und außerdem, wenn hier Runner rumrennen, rumrennen. Oh, warte. Dann. Scheiße. Schon fast geahnt. Gute Nacht. Noch jemand hier? Dann ist noch einer. Wird er schon seine Gründe haben, warum wir hier noch ein paar Runner haben. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen leckeren Loot. Vielleicht auch nicht. Wir ärgern uns im Nachhinein nur. Oh, toll. So, da unten ist noch einer. Hier können wir jedenfalls nicht runtersprengen. Moin. Ist rumgeklötert mit den Steinen, macht mich ein bisschen nervös. Gehen wir hier durch? Gehen wir. Oh! Toll. Toll, Elli. Scheiße, hätten wir doch mal den anderen Weg gehen sollen, wa? So, jetzt hängen wir hier. Guck nicht so, Elli. Die Frage ist ja, wenn wir den anderen Weg gegangen wären... Ich meine, wir wären ja trotzdem hier gelandet, oder? Hoffe ich. Abby? Abby? Das ist nicht Abby. Siehst du, wir haben was. Hier sieht aber echt übel aus. Mit Glück überlebt sie einen Monat. Wer ist für heute nicht? Gut sein lassen. Ja, hol das Ding runter und erneuer dich. Im Ernst, Mann? Lohnt sich für Sie der Weg überhaupt zurück? Ist ja... Was? Hat sich erwischt? Nein, alles gut. Alles gut. Lohnt sich der Weg für Sie überhaupt? Was gibt's da zu lachen? Du hast dir die Hose gemacht. Was hast du gesagt? Was für ein Schisser. Du lachst gerne, was? Essa. Steh auf. Hey, komm schon. Achso. Das muss nicht sein, Mann. Ja, das hätte sich... Ja, total am Arsch. Los. Findest du komisch, hä? Das ist lustig. Ja. Du dir eh nichts bringen. Aha. Schieß. Ja, genauso will ich das sehen. Genauso will ich das sehen. Genauso will ich das sehen. Da wäre ein Lachen jetzt. Du sagtest Abby. Du suchst dann Abby, oder? Oh, mit Schalldämpfer. Für euch will die Waffe behalten. Mit Schalldämpfer. Als ob. Sie ist groß. Blond. Hat Arme wie ich. Sie hatte einen dürren Jungen dabei. Mit Narben am Mund. Ja. Ja, das ist sie. Lass mich gehen. Und ich sag dir, wo sie ist.
Du sagst mir, wo die ist und ich lass dich gehen. Du kannst sie finden, bevor die Infektion sich ausbreitet. Rede. Ihr Blick so. Steckt in einer Zelle, in unserem Lager. Was ist das? Du musst da lang, bis zu den Schienen. Dann kommst du zu einem Ressort. Wir halten sie in einem großen, runden Haus. Abschuss. Ich schwör's. Oh, lass uns die Waffe behalten, bitte. Bitte. Leg. Bitte. Oh, lass uns die Waffe bitte dauerhaft behalten. Bitte. Ich bitte drum. Bitte. Bitte. Schien zum Resort. Oh, wir haben die Waffe tatsächlich gekriegt. Ja. Geil. Geil. Zum Resort. Geil. Großes, rundes Haus. Ach so, sie hat sich auch mal selber genäht. Ach so, okay, gut. Da könntest du recht haben. Schön. Oh, wir haben tatsächlich... Oh. Ist das sexy. Wenn ich rausfinde, dass er Hilfe hatte, gibt's hier verdammt nochmal Tote. Zeitverschwendung. Scheiße. Er hat schon länger Theater gemacht. Das war der dritte diesen Monat. Setzt du jetzt mehr Leute am Tor ein? Die Leute am Tor müssen nur ihren Job machen. Seht euch um. Ich will wissen, ob er allein war. Los, hat er sein Hütchen verloren? So sieht er nicht die Leiche da vorne? Na komm. Als wenn er mich da gesehen haben will. So, guck, geh mal zur Leiche hin da. Na komm. Jetzt müsst ihr gar nicht gleich die Leiche sehen. Oh nein, das hat er natürlich gesehen, ist ja klar. Nein. Okay. Oh, ist die Waffe geil. Die hatten zwar ein bisschen sehr Rückschlag, aber... Alter, eine MP, eine gescheitgedämpfte MP. Es tut mir leid, Hundilein, aber du willst mir an die Wäsche, also muss ich dir an die Wäsche. Also wenn du Wäsche anhättest, dann würde ich an die Wäsche gehen. Halt du mir an die Wäsche. Weil ich habe Wäsche an. Oh, Munition nehmen wir natürlich gerne mit. Ist das eigentlich... Na gut, das ist einfach MP-Munition, ne? Armes Hundilein. Das sind aber die Rattler auf jeden Fall. So, und da war doch... Wie viel haben wir jetzt ausgeknipst? Den Hundeführer haben wir ausgeknipst und die beiden. Das waren aber 4, meine ich. Wo denn? Ach da, okay. Da wird sich gleich die Leiche angucken. Jetzt nicht mehr. Ich muss sie finden, ehe diese Idioten sie töten.
glaube auch, dass wir die MP ein bisschen öfter benutzen werden müssen. Und das ist schon mal schlecht. Für eine stärkere Waffe zu kriegen, ist schon immer schlecht. Du weißt nämlich, dass auch entsprechend Gegner kommen. Das ist immer so der Nachteil bei der ganzen Sache. So, da hinten geht's weiter. Hauptsache, du findest genug Muni. Ja, das ist... Also ich sag mal so, auch wenn die Muni immer relativ knapp ist, normalerweise findet man genug, um die Gegner auch entsprechend auszuknipsen. Also so fair ist das Spiel dann doch, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du hier mit 6000 Schuss Munition durch die Gegend rennst. Es ist ja sogar eher so, dass wir eher noch Munition liegen lassen, weil wir gar nicht genug Kapazität dafür haben, das alles aufzunehmen. Zumindest in der Theorie sieht es erstmal so aus. Können wir eigentlich hier oben irgendwie rauf oder so? Aber wir haben jetzt noch alle Waffen dabei, oder? Ja. Was wir alles an Waffen mit uns rumschleppen. Wurde ich jetzt gerade das Medikit gesehen da? Dann würde ich mich lieber noch einmal heilen und dann wird das nämlich gleich mit. Okay, das soll es eigentlich hier gewesen sein. Ja, da kommen doch garantiert gleich noch mehr, oder? Das wird es doch noch nicht gewesen sein. Das heißt ja eine große Gruppe. Oh, genau da hinten. Hast du mir schon fast gedacht. Ich hätte jetzt zwar eher gedacht, dass sie von Richtung Haus kommen, aber okay. Oh, scheiße.
Mist. Zurück. Da wo ist der andere? Heini, ist der jetzt reingegangen oder wo ist der? Ne, der ist hin. Okay. Der hat sogar einen Helm auf der Sack. Das ist nicht gut. Jetzt kommt der. Er weiß auch mal exakt, wann er losrennen muss. Hoffentlich kriegen wir den gleich gemessert. Oh, bleib jetzt schön stehen, brav. Der Munition. Der nächste. Wo sind die anderen? Nein, du hast mich nicht gesehen. Hier drin! Scheiße. Hallo, in diese Richtung. Ungeil. Alter, steh doch auf. Autsch. Hey. Na komm. Mann. Alter, wie schlecht ich gerade bin. Oh, komm. Wie schlecht ich gerade bin. Ey, wie... Naja, gut. Wie schlecht das einfach von mir war. Anstatt den auch vielleicht mal mit dem Pfeil wegzumähen. Nein, ich muss ihn unbedingt erwürgen. Beziehungsweise ermessern. Genau so, du hast es gesagt, Ellie. Genau so soll es laufen. So, läuft hier noch irgendjemand? Muss ja noch mit... Der Kerl mit Hund muss ja noch irgendwo rumrennen. Springpfeile machen wir nochmal kurz. Da ist schon die Line. Da sind die anderen zwei. Die geradeaus müsste eigentlich auch noch einer sein, aber den habe ich jetzt aus den Augen verloren. Da weiß ich nicht, wo der konkret ist. Der war schön. Mist. Was zur Hölle? Scheiße, Hinterhalt! Ich kam aus der Höhe. Ausreißer in diesem Land! Von wo haben wir uns jetzt einen gefangen? Von da drüben, okay. Es wird doch manchmal wird es auch nicht besser. Okay. Noch mehr. Oh, fuck. Meine Seite. Wo ist der Weg? Ja,
warte doch mal, ich muss es mal nachladen. So, das ist alles gut. Medikit dampfen wir uns mal rein. Sag mal, plätscherst du die ganze Zeit hier rum? Ich habe immer die ganze Zeit auf dem rechten Ohr so einen Plätschersound. Ich meine, es klingt zwar jetzt ein bisschen merkwürdig, aber es ist ja so. Es plätschert hier die ganze Zeit vor sich hin und das ist sie wahrscheinlich. So, oh, guck mal, hier ist noch was zum Sammeln. Ja. Tauschen. Boah, nö, lass mal nochmal. Hier sollten wir also ursprünglich ein bisschen snipern. Na gut, haben wir jetzt nicht gemacht. Aber hier lief doch noch einer rum hier auf der Seite. Oder hatten wir den schon weggeholt? Ich meine, gut, wo Alarm geschlagen worden ist, ist hier sicherlich, aber... War der Hund tot? Ja, ja. Denn das war Nummer 2. Okay. Der müsste hier irgendwo liegen, der Hund. Ja, da liegt er ja auch. Da liegt der Hund. Da hatten wir den zweiten Schuss gebraucht. Ich sterbe heute nicht. Ich bin zu nah dran. Schade, dass die Helme kaputt sind. Sonst hätte man sich nochmal so einen Helm mitnehmen können. Oh, was hier ist? Gut, das haben wir, das haben wir. Da können wir nochmal hier nochmal durchladen. Da ist alles gut, da ist alles sauber, sehr schön. Schwupps. Helm behindert nur. Ah. Ah. Sieht so aus, als wenn wir da hinten noch was finden können. Sieht mir noch so wie ein Loot-Versteck aus. Na, siehst du, wenn es hier mal nicht sogar lang geht. Oh, hier scheint es tatsächlich lang. Nein, Elli. Och Mann, Elli. Ich wollte doch noch da hinten gucken. Och Mann, Elli. Hm. Lass mich doch mal looten, Elli. Du hast da auch keinen Bock mehr drauf, ne? Ich merke das schon. Na gut, dann looten wir eben halt nicht. So, selber schuld. Aber naja, nicht meckern, dass du keine Munition hast und nichts zum Verbinden. Hab's dir nur gesagt. Ach du Grüne. Ach du Grüne. Achso, das sind alles Gefangene. Das meiste zumindest. Boah. Ah, das sieht mir wieder nach Stealth-Action aus. Das sieht wie ein großes, rundes Haus aus. Das können wir, da können wir es recht haben. So. Aber erst schauen wir uns hier ein bisschen um. Ja, wahrscheinlich hier über die Seite irgendwo, ne? Da kommen wir wohl nicht lang, oder ist das irgendwo... Ne, hier gibt es keinen Mauerdurchbruch. Also irgendwo hier wird ein Durchbruch sein. Ach, du grüne Neune. Ah ja. Die letzten Worte. Hey Rattler, hier ist Mackenzie. Ich bin draußen. Frei. Mein Mann starb, während er eure verdammten Tomaten pflückte. Wir sind nicht nur ein paar einzelne Versprengte. Ich komme mit den anderen wieder. Eure Zeit wird kommen. Achso, das ist ein Rattler. Achso, alles klar. Ja, okay. Also gibt es zumindest noch ein paar Leute, die theoretisch auf unserer Seite sind. Und da kriegen wir gleich durch. Nee, wir kriegen jetzt durch, weil sonst haben wir keine andere Option. Und dann hier durch den Zaun. Mit viel hohem Gras. Vielem hohen Gras. Oh, Elli, ob das gut geht mit deinen Verletzungen ständig, du. Ich frage mich ja immer noch, ob wir... Komm schon, komm
ihn in Ruhe. Er spürt doch nichts. Ja, scheiß drauf. Ich hatte ihm genau das versprochen. Das ist so ein abartiges Hobby. Jetzt wärst du bestimmt lieber geflohen, oder? Anthony. Anthony. Alter, wo die mich sofort gesehen haben. Ich glaube, den Infizierten lasse ich nochmal, oder? Oder kann ich den freilassen? Oh, warte mal, den Infizierten freilassen. Geht das? Viel Spaß. Aufgepasst, Infizierte! Das habe ich immer gerne in Far Cry gemacht. Da gibt es ja auch diese. In Far Cry gibt es ja auch diese Basen, die man einnehmen muss. Und da gab es auch mal diese Basen, wo du auch wilde Tiere und sowas nachher hattest. Da habe ich immer die wilden Tiere freigelassen. Nee, du hast nicht. Du hast nicht. Und du willst auch nicht. Nee. Ach scheiße, kommt auch noch einer. Scheiße. Ja. Na, die gehen auf jeden Fall nicht hier runter. Das ist schon mal ganz praktisch. Gibt's was Neues? Niemand dort. Was? Niemand da. Sonst noch jemand? Ja, okay, ich glaube, wir können uns mal den gleich holen hier. Besucht das Gebäude. Oh, da oben ist auch noch einer. Vorsicht. Na, bist du misstrauisch geworden? Doch nicht so sehr, wie es aussieht. Na komm. Hier. Komm ran. Na komm. Na komm. Ich will dir kurz was zeigen. Was Schönes will ich dir zeigen. Wo haben wir übrigens im Rucksack zwei Pfeile, obwohl nur einer angezeigt wird? Mal so als Frage. Oh, du hast eine schöne Axt dabei. Warte, die nehmen wir doch mal mit. Eine 5er Axt. Ja, komm, wechseln wir mal. Nehmen wir mal die Axt mit. Die ist auch fein. Oh, oh Gott. Das ist Angie! Was ist los? Mist, sie ist tot! Ich finde das immer gemein, dass sie die anderen Leute mal rufen. Man muss nicht so misstrauisch sein. Man muss auch mal ein bisschen Vertrauen in die Menschheit haben. Nur weil er eine Leiche liegt, heißt es noch lange nicht, dass es da Probleme gibt. Vielleicht hat er sich ein Herzinfarkt. Vielleicht ist sie irgendwie... Ne, keine Ahnung. Vielleicht wollte sie nicht. Keine Ahnung. Ui, die Lalabibu. Oh, noch eine Leiche. Verdammt, noch einer an Herzinfarkt gestorben. Scheiße. Sie haben noch eine erwischt. Schön. Wie konnte uns jemand entwischen? Und noch ein Herzinfarkt. Verdammt. Alles ganz normal. Ja, natürlich alles ganz normal. Alles natürlich. So, war jetzt im Haus oben noch einer drin oder nicht? Upp. Halt, nee, da war doch gerade einer. Da ist doch gerade einer runtergesprungen. Ich denke, da oben ist irgendwo vielleicht noch einer.
Ah, wo bist du? Da, okay. Na, wirst du gleich die Leiche sehen oder nicht? War's das? Ja, wenn sie schon so fragst, dann war's das ja. Das sind kranke Arschlöcher. Ach so, ja, klar, natürlich, alle anderen sind krank, weißt du, wir haben da eben ein halbes Dutzend Leute weggemeuchelt von hinten, aber wir sind natürlich die kranken Arschlöcher. Ich bin auf Ellis Seite, nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber naja, gut. Und wir sind ja auch nicht hier, weil wir es müssen. Wir sind ja hier, weil wir eigentlich Abby jagen. Das macht uns eigentlich auch nicht unbedingt so zu einem ganz gesunden Menschen, muss ich mal so offen zugeben. Aber jeder hat so seine eigene Realität, würde ich sagen. So, ein paar Pfeile können wir uns auch noch craften, sehr schön. Ein paar Pfeile sind ja schon wieder... wir haben... wie viele Teile haben wir? Können wir schon wieder ein bisschen was machen oder nicht? So viele Teile dürfen das nicht sein. Ja, 23, da können wir nichts mehr machen. Da können wir leider nichts mitmachen. So, haben wir noch irgendwas zum Looten? Ich hatte irgendwas unterwegs noch was gesehen. Ich glaube, hier vorne lag irgendwie noch eine... hier sag schon, eine Schere. Meine ich doch. Gut, hier war alles sauber. Da haben wir alles klar gemacht. Hier mache ich mal auf. Hä? Geschlossen? Können wir hier irgendwie rüber? Aber das sieht mir so danach aus, als wenn wir hier durch sollen. Vor allem würde ich da ganz gerne durch. Das kommt noch mit dazu. Vielleicht da hinten. Grünen Horn, ich möchte nicht wissen, was sie hier getrieben haben. Guck dir das mal an hier. Da haben sie richtig Schweinerei mitgemacht. Das... Minikit. Ah, warten wir nochmal. Oh, hier sind noch so viele Teile. Hm. Ob da oben noch was ist? Ich glaube, du warst der Infizierte, ne? Was haben wir? Liegt da noch was? Liegen auch noch irgendwelche Sachen? Nee, doch nicht. Okay. Gut, Bereich ist geräumt. Das Haus haben wir, das Haus haben wir. Ach, im Erdgeschoss haben wir, glaube ich, noch nicht. Ach, du bist das. Im Erdgeschoss waren wir noch nicht. Da, 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 da. Hier noch was? Nein. Da noch was? Nein. Gut, ab ins nächste Haus. Und es war so nett auf der Farm mit Dina und den Schafen. Ja, deswegen. Also ich, wie ich schon gesagt habe, also ich hätte nicht im Ansatz wäre ich weggegangen. Also ich hätte, na toll. Also ich wäre definitiv nicht von der Farm runter. Ich hätte es einfach sein lassen. Und dann wäre das gut gewesen. Ich hätte es einfach sein lassen. Wir hatten Frieden und wir hätten auch für immer Frieden gehabt. Naja, für immer vielleicht nicht, aber wir hätten auf jeden Fall Frieden gehabt und das muss ja nicht sein. Also da kann ich auch Ellie überhaupt nicht verstehen.
Aber was willst du machen? Das ist halt das Spiel. Was willst du machen? Was heißt okay, Ellie? Heißt okay, keine Gegner oder okay, da kommen die nächsten Gegner? Achso, da stand jemand. Ich schätze, vielleicht finden wir gleich schon. Obwohl, nee, so weit sind wir noch gar nicht gekommen. Also, das kann eigentlich noch nicht das runde Haus sein. Welche Musik irgendwo? Hier sollen wir lang. Großes rundes Haus. Ich hab's immer noch kapiert, Ellie. Da stand direkt noch einer dahinter, kann das sein? Da kam er gerade um die Ecke gepaced. Hat keinen Alarm geschlagen. Mal warten wir mal, ob das gleich jemand mitbekommt. Wo? Wo? Ich bin hinter dem... hinter der Säule. Ach da, okay. Dann ist noch einer und da ist noch einer. Da muss auch einer. Können wir eigentlich... das wegschießen. Scheiße. Was wie Scheiße? Er nimmt dieses Wort in den Mund. Naja, okay, sie haben wieder wahrscheinlich irgendwo eine Leiche gesehen. Ich die vorne links. Schön wäre es, wenn man ja von hier aus diesen Bolzen wegschießen könnte. Das wäre toll. Ja, jetzt haben sie da die Leiche auch. Aber ich will mal eins mal ausprobieren. Fest. Wahrscheinlich zu gehen. Leute, habt
Da oben einer, unten einer. Also ich würde jetzt schon mal skeptisch werden.